Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens. Ich bin unterwegs zu Martin, die meinen Kanal länger verfolgen wissen. Martin ist Gärtner und kennt sich super mit Pflanzen aus. Und wir haben im Winter schon mal ein Video gemacht, welche Pflanzen kann ich denn im Winter essen. Und das gleiche wollen wir jetzt machen. Wir wollen also in den Wald gehen und schauen, was finden wir für uns Schönes. Und jetzt kommt's. Wir wollen Wildhopfen pflücken und daraus unser eigenes Bier machen. Und da bin ich mal richtig gespannt drauf, weil das ist eine Fähigkeit, die würde im Krisenfall mit Sicherheit Gold wert sein. Also, wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Und Action. So, der Grund, warum wir heute da sind, das ist die Hopfenernte. Das sind diese Fruchtstände von unserem ganz normalen Naturhopfen, der seinen Standort eben im Auwald, unter anderem im Auwald, hat. Und für was wir den ernten, wir wollen zum allerersten Mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass wir da ein Bier brauen mit Wildhopfen. Cool. Bin ja gespannt. Also zur Ernte nimmt man am besten einen Recher, zieht runter und dann also du erntest den kompletten Ast, oder? Das sind diese, der Hopfen ist ja quasi so eine Kletterpflanze oder Schlingpflanze. Und da muss man den ganzen, das machen sie praktisch in die Hopfenanbaugebiete auch nicht anders. Nur da wächst er nicht am Baum, sondern an Drähten auf. Und da wird der ganze, der Hopfen einfach runtergezogen. Und die Samenstände werden dann von Hand oder mittlerweile, glaube ich, geht es auch maschinell, werden die von Hand gepflückt. Und das sind diese Hopferzupfer-Geschichten praktisch. Hast du vielleicht schon mal gehört, den Ausdruck? Mhm, genau. Also, gibt unser eigenes Bier. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. Wie viel braucht man da für so ein Bier? Ja, da werden wir für diese Bierbrauangelegenheit werden wir ein paar solcher Säcke voller Hopfenblüten oder voller Rohmaterial ernten, damit wir am Ende also mal so eine gescheite Schüssel sozusagen so ein Wandel voller Hopfenblüten kriegt, um die dann quasi ins Bier zum... Wie viel brauchst du für einen Liter oder sowas? Geschätzt hätte ich jetzt gesagt, für einen Liter. Ja, oder? Für einen Liter ist das ein bisschen schwierig, aber für einen Liter ungefähr eine Handvoll. Ah, okay, gut. Also wenn man das jetzt richtig sozusagen, das von der Klimatis noch ein Blattl, gell? Das Hopfenblatt schaut, ähnelt fast einem Weinblatt, gell? Aha. Das Lustige ist, dass der Hopfen meines Wissens zu den Hanfgewächsen zählt oder irgendwie mit dem Cannabis verwandt ist. Auf jeden Fall ein paar super schlaue. Das erklärt einiges. Nein, eigentlich nicht. Ein paar super schlaue haben wir auf die Idee gekommen, den Cannabis da drauf zu veredeln, aber naja, Blödsinn.
was wir da sehen, da drin sind winzige gelbliche Kristalle. Kannst du das da erkennen? Das sind so ganz kleine, drüsige, gelbliche Kristalle. Das ist sozusagen eine Art Harz dieser Hopfenblüte oder Hopfenfrucht ist es in dem Fall ja schon. Und das ist dasjenige, was wir brauchen. Das ist das, was aromatisch ist. Das Ganze drumherum, also dieses pflanzliche Material, ist nur der Träger. Und das Einzige, was für uns interessant ist, das ist das Harz. Da sieht man jetzt die... Nochmal. Diese hellen Kristalle. Und das ist der Geschmack, oder? Das ist das, was den Hopfengeschmack ausmacht. Mhm. Da sind Stoffe drin, die sind aromatisch und konservieren auch gleichzeitig. Was man machen kann, also wenn man dieses Hopfen, den Hopfen jetzt direkt unmittelbar benutzen möchte, das ist, dass man sich Kissen aus diesen Hopfenfrüchten, Blüten macht, um darauf besser einzuschlafen, weil der Hopfen eine eindeutig schlaffördernde Wirkung hat. Aha, also rausgehen, Kissen machen, besser schlafen. Der Tipp von Martin. Also grundsätzlich ist natürlich die Brennnessel in allen Teilen ein sehr praktisches Teilchen, gell? Sehr praktische Pflanze. Was für uns jetzt im Moment um die Jahreszeit interessant ist, das sind die Samen. Die sind jetzt da noch relativ grün, aber man kann die durchaus bereits auch jetzt schon essen. Und wenn man das so pflückt, sind quasi wie winzige Nüsschen. Sowas, wie man auf der Erdbeere findet, so in der Art. Und die jungen Blätter, die kann man verwenden wie Spinat. Muss man auch kochen. Und, schmeckt gar nicht schlecht. Nein. Ist ganz angenehm, gell? Mhm. Für was sich die Brennnessel sonst noch eignet, das sieht man relativ selten. Die hat ganz lange durchgehende zähe Fasern, also woraus man relativ schnell in der Natur eine Schnur herstellen kann. Das war mal zum Ausprobieren. Also ich muss echt sagen, diese Brennnessel, die sind richtig lecker. Schmeckt nussig, bisschen fruchtig, cool. So, wir kommen jetzt an die Salzach. Grenzfluss zwischen Österreich und Deutschland. Oh, die viel Wasser. Aber es war vor ein paar Tagen erst so ein Hochwasser bei uns, kleines. Und das merkt man, weil normal hat die vielleicht halb so viel Wasser. Da sieht man mal die Blüte der Nachtkerze. Die ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Es beginnt normalerweise so eher vor einem Monat ungefähr oder vor 6 Wochen zu blühen. Und da haben die Samenkapseln zum Sehen, die haben tatsächlich eine ernsthafte Menge an ölreichen Samen. Ist auch als Nachtkerzenöl. Ist das nicht das, was wir im Winter gegessen haben? Ja, genau. Aber das ist halt jetzt da vollständig und in der ganzen Anzahl und Frische zum Sehen. Nachtkerzenöl kann man auch kaufen. Ist Omega, also eine natürliche Omega-3-Quelle und tatsächlich was Sinnvolles. Und man findet es auch in der nötigen Menge, dass man da ernsthaft drüber nachdenken kann. Wenn du gerade mal rüberschwenkst, dann sieht man da die ganzen verblühten Nachtkerzen. Da vorne haben jede Menge. Der ist direkt orientieren und schmeckt lecker. Dann haben wir da noch die virginische Goldrute. Die hat einen Wurzelstock, den man benutzen kann. Das ist eine sehr mächtige Pflanze, kommt, wenn man sieht, auch in riesige Mengen vor. Und man sieht jetzt eben auch da den Grund, warum wir die im Winter nicht ausgraben konnten. Mhm. Weil die inzwischen die Storne in der Uferböschung drinsteckt. Da muss man so einen Platz suchen, wo das deutlich leichter geht. Stimmt, kann ich mich noch erinnern. Sonnenaufgang am Wasser, das hat was. Also da rennt jetzt ist wirklich so bald auf zum Stehen. Disteln, junge, frische Disteln, die sind grundsätzlich essbar. Komplett oder was ist da essbar? Die Stängel. Muss man halt blanchieren.
damit es praktisch genießbar wäre, also ein bisschen angestachelig. Und durch den durch das feuchtheiße Wetter gehen jetzt auch überall diese Gänsedisteln auf. Das ist jetzt die normale Ackergrasdistel, aber die Gänsedisteln sind halt weicher und die kann man praktisch sofort verarbeiten wie frisches Gemüse. Also hier finden wir einiges zum Essen. Allerdings, Stefan, muss man dazu sagen, da muss der Hunger schon sehr groß sein und die Not, dass man da beginnt, jetzt an dem Zeugs rumzuknappern. Und es wird definitiv nicht für ein angenehmes Sättigungsgefühl sorgen. Kommt auf die Menge drauf an. Wenn du mal 3 Tage lang suchst, kannst du schon einmal essen. Ja, also essen kann man schon, aber also ein Wurzelstock von dem Zeugs, das ist halt kein Schnitzel, gell? Ja, jetzt schauen wir da. Da mal kurz. Ja. Jetzt müssen wir fast ein. Da haben wir noch die wilde Möhre. Deren Wurzelstock ist auch zum Essen. Also das ist quasi der Ursprung unserer gelben Rübe oder unserer Karotte. Und als Jungpflanze ohne diese auffälligen Samenstände ist natürlich, also je jünger, desto besser ist die Wurzel zum Essen, also schmackhaft. Genauso wie bei der Nachtkerze. Als Jungpflanze, noch ohne Blütenstand, hat die fingerdicke, fleischige Wurzeln, die man sehr gut essen kann. So ist es dann eher ein bisschen eine etwas zarte, holzige Angelegenheit. Aus Gründen von der steinigen Böschung kann man die eben einfach nicht so locker rausziehen. Und das geht nur, wenn man einen schönen, weichen Boden hat, dass man die einfach rausziehen und ernten kann. Da haben wir natürlich jetzt um die Jahreszeit auch noch die Früchte vom schwarzen Holunder. Übrigens ist der August der Bärenmonat, gell? Da werden quasi alle Sachen reif, also Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren in allen Variationen und eben auch die Früchte vom schwarzen Holunder, die man natürlich nur gekocht verzehren sollte, weil da ein Stoff drin ist, der nicht ganz so dem Wohlbefinden zuträglich ist, also der Verdauung. Leicht giftig. Ja, schön. Leicht giftig im Sinne von nicht bekömmlich. Genau. Also da sieht man jetzt die Brombeeren, das ist die kratzige Brombeere, drin haben jede Menge. Wir haben so graublaue Früchte, nicht viele. Das ist die Brennnessel. Also in der Ausbildung begriffene Samenkörnchen, die reifen. Das ist dieses indische Springkraut. Kann man das essen? Die Samen sollte man nach Erwärmung, also garen praktisch essen können. Sowieso, die Brennnessel kannst du sowieso in allen Teilen essen. Und bei der Brombeere, wie gesagt, die Blätter für den Tee und diese traurigen Früchte für den Geschmack. Logisch probieren wir da. Ein bisschen sauer. Gut zum Frühstück. So, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier unterwegs bin, dann fahre ich noch in Absdorfer See und den zeige ich euch jetzt. Das Schöne am Absdorfer See ist halt einfach auch der Ausblick auf die Berge.
hier haben wir also einen Hochstaufen. Und daneben, das ist der Zwiesel. Das ist der Berg, wo wir schon öfters mal Winterbiwak gemacht haben.